Und somit wieder ein herzliches Willkommen zurück in Britannien, nämlich bei Wise Son of Rome. Ich bin von Löher Gameplays als Hobby und wir warten hier immer noch auf die Entscheidung von uns, was wir hier, wo wir die Bogenschützen hin beordern. Ich habe da eben gerade den Ventilator mal unter den Schreibtisch gestellt. Nicht für mich, sondern dass er hinter dem PC, weil mein PC hier so gesehen in der Ecke steht. Und das ist wie eine Heizung. Und gerade ist momentan so heiß. Wir haben gerade den... Ach, wir haben gerade Ende Juli, 28. Momentan ist sowieso so heiß und wir haben eine Dachgeschosswohnung. Und hier sammelt sich die Hitze links neben mir. Ich habe jetzt mal... Ja, wie gesagt, einen Ventilator unter den Schreibtisch gestellt. In diese Richtung pustet. Also Richtung hinter dem PC. Sodass diese Heißluft, die da hinten sich sammelt in dieser Ecke unter Dach, Wand und PC... Dass sie da mal wegkommt. Und ja. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht unbedingt. Und was machen wir jetzt? Die Türme unterdrücken? Ja, ne? Keine Unterschlüsse für Nahkampf. Nahkampf können wir ja mittlerweile ganz gut, denke ich mal. Das machen wir jetzt mal weg. Also hier Unterstützung dafür. Bogenschützen nach vorn! Verhindern den Gegenangriff der Barbaren. Okay, und wie? Aha. Und direkt weiter geht's hier. Tut weh. Was hat ihr eigentlich von dem Spiel? Ist es zu brutal oder kann man das durchgehen lassen für so ein Spiel? Ja, ich mach dich fertig. Da reicht die vordere Katapulte. Okay. Ah ja, okay, da muss ich dann wohl lang. Ich laufe natürlich gegen den Baumstumpf. Oh, ein toter Hund. Arius, wir können sie von rechts flankieren oder den Scorpio zu unserer Linken übernehmen. Was meinst du? Oh. Ich würde sagen, flankieren. Aber ich habe da auch Feuerschüsseln gesehen, also wäre Dings eigentlich auch nicht so verkehrt. Haha. Neue Chronik gesammelt. Ich wusste doch, sowas gibt's hier auch. Komme ich denn da hin? Ah, okay.
Roll! Ja. Was? Ja, die Bogenschützen kriege ich nicht hiermit. Dummerweise nicht. Doof. Okay. Wo muss ich hin? Darunter kann ich irgendwie nicht. Aua. Die konnte ich nicht hier herum. Warum nicht? Ah, da geht's drüber. Nicht zurückzug. Ja. Da. Das. Das habe ich aus Versehen. Mein Dings getreten. Ah, wie heißt das? Mein Ventilator unter den Füßen. Das ist ein Brückenmechanismus, wenn er sich an Pilon greift. Lass den nicht herüber. Aua! Tötet ihn, bevor er die Brücke senkt! War wohl nichts mit Feuer töten. So, ich komme gleich hoch, ihr Wichse. Entschuldigung. Aber wobei, so Kraftausdrücke kann ich ja wohl sagen bei so einem brutalen Spiel, oder? Los geht's, Männer. Los. Dein Vater war ein Mann des Volkes, Mann. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu dienen. Hier. Schriftrolle? Was haben wir eine Schriftrolle hier zu suchen? Die Treppe hoch. Los! Die blockieren uns! Oh, falscher Knopf drin. Ich mache euch fertig. Noch einer? Nö. Oh. Oh, shit!
Ich sterbe nicht, ich bin unsterblich. Mittlerweile. Haha. Hinter dir. Haha. Wer zuerst Haha hat gewonnen. Oh, was ist das für einer? Wieder ein Big Boss, okay. Falscher Knopf schon wieder. Gab's denn früher schon das Wort Finale? Das habe ich als die falschen Knöpfe gedrückt. Geht doch. Soldatenhinrichtung. Soll ich da jetzt hin? Katapult feuern. Feuer! Ui. Und ruckzuck alles voll mit Römern. Nur weil ich das Katapult abgeschossen habe. Wo auch immer jetzt die ganzen Ömer herkamen. Ich bin der Chef. Kommandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm. Und trage ihn.
Legionäre! Salutiert euren neuen Centurio! Schon gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist! Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen! Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Wer platzt die große Ansage? Kommandant! König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren! Nach York! Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4. Und schauen wir uns nochmal da. Wahrscheinlich. Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes. Wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Die Späher berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden, anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio! Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist mir eine Ehre. Also kein Teamplayer. Okay. Wir sollen also allein auf dem Aquädukt die ganzen Bogenschützen ausschalten. Boah, guck mal, sogar riesige Labellen.
So viel Gras. Schöne Umgebung. Gut, der Wasserfall sieht jetzt nicht so schön aus, aber... Als wie er aufkommt, das sieht so zeitlupenartig aus. Aber ansonsten... Traumhaft. Kommt denn das Schild dahin? Acht von 21. Aha. Also sind wir fast bei der Hälfte des Spiels, sagen wir es mal so. Weißt du, so viele... Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen, wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Wir haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgendwas, schlagt Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt die Schnauze, Keenan. Du nimmst den westlichen Pfad. Kontrolliere die Fallen. Die Nägel müssen bei der kleinsten Bewegung lossausen. Verstanden. Alistair. Du bleibst bei mir. Die Späher berichten von einem römischen Trupp in der Nähe. Wohl auf dem Weg zum Aquädukt. Aber sie werden nie da ankommen, nicht wahr? Richtig. Dreht er sich auch wieder um? Kann ich den anderen dann einfach so, sag ich mal, umbringen? Jupp. Ein kleiner Römer. Ganz allein. Okay. Warum treffe ich den nicht? Dafür wirst du sterben, Römer. Hier muss es von Barbaren nur so wimmeln. Naja, Rache kann er dann aber auch zerstören, da muss man echt aufpassen. Aber dieses Verschwimmen der Umgebung beim Drehen, das ist schrecklich irgendwie. Ich glaube, das schalte ich mal aus. So, jetzt kann ich was sehen. Das nervt mich so ein bisschen irgendwie. Bewegungsunschärfe. Einmal deaktivieren. Bewegungsunschärfe brauchen wir nicht. Speicherpunkt. Erreiche das Aquädukt, finde eine sichere Stelle, um den Fluss zu überqueren. Hier, oder? Geht das sonst nirgendwo hin? Und das ist Graffiti in Britannien. Ja. In Rom gab es Graffiti, hier gibt es auch Graffiti. So gesehen. Ui. Oh, hier hängt das Spiel so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Götter, welch Schicksal droht mir? Ist es Fallen oder Strangulierung? Schöne Abschreckung. Woran erkenne ich Fall? Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Na, das muss doch stinken hier.
Drücke Space zum Abwehren. Um Fallen zu entgehen, musst du deine Abwehr mit dem farbigen Aufblinken abstimmen. Ähnlich wie bei Hinrichtungen. Okay. Alter, guck dir das doch mal an hier, die Wiese. So viel Gras habe ich in einem Spiel noch nie gesehen, glaube ich. Immer nur so vereinzelt ein paar Büsche oder sowas, so dass es wie eine Wiese aussieht. Aber so viel. Plus Bäume, Licht, Schatten und sowas, Wahnsinn. Ein Speicherpunkt. Und noch mehr Legion. Oh, da wird einer aufs Maul. Sei verflucht, du Schwein! Na, das war doch mal eine super Synchronisierung. Nichts! Ich sehe gerade, mein Fokus ist schon wieder leer. Ich gebrauche den sowieso nicht, aber... Mach mal den erstmal wieder voll, ne? Aha. Eine Schriftrolle. Okay, da kann ich nicht lang. Rechts, links. Rechts, links, geradeaus. Das erfahren wir im nächsten Teil. Denn wir sind, ja gut, bei 28 Minuten, aber egal, wir erfahren es beim nächsten Teil. Ob wir nach links oder rechts gehen, erfahren wir beim nächsten Teil. Ich weiß nicht, wiederhole mich, das war jetzt extra. Ja, das war Risen Son of Rome in Ausbritannien mit Valyria Gameplays als Hobby. Also wenn es euch auch gefällt, ihr dürft es mir gerne zeigen mit dem Daumen nach oben. Und mit dem Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, beziehungsweise... Abonniert mich trotzdem. Ich habe ja noch andere Let's Plays, wenn es euch gefällt. Also, von daher hoffe ich, man sieht sich. Entweder hier beim nächsten Teil oder bei anderen Let's Play. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen über mehr Abos, beziehungsweise mehr Likes. Seid mit dabei. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf Wiedersehen. Und tschüss.